Jetzt mein Video für mich privat fürs Archiv. Das ist der letzte Tag, wo ich die Tastatur hier habe. Seit 1997 begleitet sie mich. Und ich habe jetzt erst mitbekommen, was das für eine Kuriosität und für eine Rarität und Seltenheit vor allen Dingen ist. Das ist eine Tastatur. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Escape-Taste findet. Ja. Das ist erstmal das erste Kuriose. Eine Tastatur ohne Escape-Taste. Dann das Add-Zeichen ist auch noch nicht drauf, so alt ist die. Ja, da haben sie noch nicht mal E-Mail erfunden gehabt. Und die Schalter hier drin sind auch eine ganz besondere Spezialität. Das sind nämlich MX Black Cherry Schalter, also von dem deutschen Tasterhersteller Cherry. Und Nixdorf hat die Ende der 80er Jahre beauftragt, Spezialschalter für ihre Tastaturen herzustellen, was dann so ein durchsichtiges, mächtiges Gehäuse eben hatte. Und auf die schwören die ganzen Freaks in der Community. Und Cherry hat seit, ich glaube, letzten Jahr, haben die angefangen, wieder solche Spezialtaster herzustellen. Ja, der hat jetzt hier noch Black, also diese originalen Black MX-Tasten drin. Der hat praktisch noch keine richtigen Nexi-Tasten. Aber trotzdem finde ich, es ist ein kleines Video wert, die Tastatur mal zu zeigen. Und auch mal so zu zeigen, wie die so klingt hier. Okay, das war es jetzt schon. Falls ihr mal so eine Tastatur unter die Finger kriegt, Escape ist dann die Taste einfügen, löschen. Und hier in der Mitte die Taste ist die Home-Taste. Okay, so in dem Sinne lasse ich das erstmal. Das sind dann die Vorgänger, also die Nachfolgerversionen. Hier haben sie dann schon ein Add mit drin. Die klingen dann so hier. Auch eine schöne Vintage-Tastatur. Und die sind dann noch später, die haben dann die Windows-Taste mit dabei. Die haben halt dieses typische Klacken. Ne? Hört das? Und das hast du hier halt überhaupt nicht. Ja, hier ist es richtig, richtig leise, ohne Klacken. Und für, ich glaube, 100 Millionen Tastenanschläge sind diese Cherry-Taster gedacht. Okay, das war's schon. Macht's gut.